Hallo und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 Custom Maps. Hier ist der Gamerbär und heute ist der Weltmeister dabei, auch bekannt als Marcel. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz okay. Wir haben auch vor kurzem gerade ein Video aufgenommen, das hier dabei im Verlauf des die Tage rausgekommen. Und ja. Wir haben halt nur LOL. Wir haben halt nur etwas Zeit wegen vorzuproduzieren und halt nicht wegen Livestreams oder sowas. Ja, ich habe mich aber noch gut gerettet. Tschüss, Digga, du bist da runtergegangen wie so ein Speer. Achso, ja stimmt, du wolltest ja drei Witze vorlesen. Ja, gut, dann müssen wir die Witze dann kurz abnehmen. Aber dafür kurz stehen. Ja, ich bleib hier oben stehen. Boah, ich muss die jetzt mal so finden, Alter. Hier. Wo sind Flüchtlinge, hat nicht Spaß. Nein. Dieser Sticker, Mann. Aber ich kann zwei Witze auswendig, okay? Ja, ich glaube sogar drei. Okay. Nee, ich kenne doch nur zwei. Ein Mann sagt Kaktusse. Die Frau sagt, es heißt Kakteen. Ein Mann sagt, scheint nicht schon. So, der zweite Witz ist. Also der war so scheiße. Aber der zweite Witz ist. Marcel? Ja. Magst du Wasser? Ja, natürlich. Nimm dir ein Beispiel und sei still. Was? Nimm dir ein Beispiel und sei still. Hä? Magst du Wasser? Ja, natürlich. Ja. Nimm dir ein Beispiel und sei still. Ach so, jetzt verstehe ich den. Digga. Aber ich muss auch schon ein bisschen erklären. Warum war ich Spieler und still? Ja, Junge, Wasser redet doch nicht, Junge. So sieht's aus. Ja. Okay, musst du langsam fahren. Ja, moin. Easy. Ich warte hier oben auf dich. Also ich merke jetzt. Oh mein Gott. Nein! Was war ich? Nein! Also ich denke gerade noch an den ersten Witz nach. Bitte? Ich denke gerade an den dritten Witz. Warte, ich. Warte mal kurz. Nochmal. Wenn du da runterfährst, die Röhre, gell? Musst du langsam, musst du Gas loslassen. Perfekt. Hallo. Oh, wow. Komm, das muss es sein, das muss es sein. Für unsere Abonnenten, das musst du schon verstehen. Weißt du, was du da ist als Wasser? Was? Nehmen das ist immer flüssig. Ach, komm mal, toll. LOL. Schnelle Looping bestimmt nicht, Junge. Du musst. Ey, als ob du wirklich nicht genommen hast. Ich weiß nicht. Ey, dein Ernst. Ja. Warum nimmst du den Looping einfach nicht? Oh mein Gott. Natürlich habe ich den versucht zu nehmen. Ich hab's gesehen, dass ich jetzt wollte ich den nicht nehmen, weil du den auch nicht genommen hast. Ach komm, ich nehme den, weil ich bin nicht so ein unfairer, der ist so wie Oscar, der diese, also den Looping halt nicht genommen hat. Ich bin nicht so unfair wie der. Ich hab einen Ansatz für mich. Ich hätte so einen Grußwitz. Digga, deine Mutter klaut einen Einkaufswagen bei Penny und spielt im Kern nie vor Speed, Alter. Oh nein, Digga, da war scheiße. Nix. Nein, das ist voll geil, Mann. Okay, also. Bei Christen ist die Bibel das heiligste, ist die heiligste Schrift. Bei Muslimen ist das Koran und bei den Afrikanern. Keine Ahnung. Das Dschungelbuch. Das was? Das Dschungelbuch. Alles klar. Also jetzt nicht denken, dass ich Rassist bin, aber da muss ich. Ja, sein. Aber das denkt man halt.
Oh mein Gott, was? Was ist das für Witz? Wie scheiße, wie ist es abgebremst? Ja, da hab ich auch gedacht, dass wir ihn bekommen. Ich hab noch Digga, einen rassistischen Witz. Aber jetzt nicht denken, dass ich rassistisch bin, okay? Ey, ganz kurz. Weißt du, was ein Scheißwitz ist? Was zu 100% von deiner Mutter trifft. Nee, Spaß. Aber, keine Ahnung, das behindertste Witz der Welt, wo ich jemals gehört habe, ist, dass seine Mutter Günther heißt und ist ja breit, ist ja im Knast, Alter. Das ist manchmal ein Witz, Alter. Ja, das ist die Beleidigung, die meine Mutter hat. Ja? Ja. Drei schwarze Hummer-Witze. Ey, ganz kurz. Ich sag ein rassistisches Witz, gell? Nicht denken, dass ich wirklich Rassist bin, weil ich hab selber Freunde, die schwarz sind, gell? Beziehungsweise dunkelhäutig, wie man auch dazu sagen will, gell? Aber auf. Oh mein Gott! Warte! Oh mein Gott! Alter, war das knapp! Das war so knapp, ich schwör dir bei Gott! Egal, guck, mein Freund ist ja selber dunkelhäutig, gell? Der lacht selber darüber. Guck mal. Hä? Achso. Warum sieht man. Spring! Jawohl, hat Fuchs! Warum sieht man Schwarze nicht im. Wie heißt das? Warum sieht man Schwarze nicht in der Nacht? Weißt du das? Weiß nicht warum. Erstens wegen der Hautfarbe und zweitens, wenn sie die Augen schließen und den Mund zu machen. Du weißt ja, die Zähne sind immer so weiß und die Augen sind auch automatisch weiß, gell? Und wenn die das beides zumachen, gell? Dann ist der Körper ja komplett schwarz und dann kann man nicht sehen, wer da ist oder was weiß ich was, ne? Und deswegen kann man halt Schwarze nicht sehen. Schweiß. Ich wollte nur wissen. Ja, reingeschissen. Du wolltest rausschieben, nicht was. Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Ja, Laber? Ah, egal. Was wäre das? Ja, moin. Schwester? Hä? Hä? Was schon, ich bin Ehrenmann und bremst da an der Seite ab für dich. Oh mein Gott, man muss direkt runter droppen, gell? Oh mein Gott, nein, sag nicht, Schwarz. Oh nein, Punktlandung, perfekt. Oh. Ja, was ist? Ich hab noch zwei rassistische Witze. Ja, sag's. Wie heißt ein Schwarzer in einem roten Schlafanzug? In ein was? In einem roten Schlafanzug. Keine Ahnung. KitKat. Ah, das kenn ich. Egal. Okay. Was sagt ein Schwarzer? Nein, wie heißt ein Schwarzer in einem tiefen Loch? Nein, keine Ahnung. Negativ. Na, oh. Ey. Was sagt ein Schwarzer, wenn er über den Zebrastreifen in der Nacht läuft? Was keine sagt Ahnung. Er? Man sieht mich nicht. Alles klar. Achso, jetzt habe ich verstanden. Weil das sind ja weiße Striche, ne? Ja. Ey, wie nennt man, wenn's. Lol, man muss hier einen Sprung machen, gell? Wie nennt man, wenn ein Schwarzer, ein Weißer und ein Schwarzer direkt so aufgelistet nebeneinander steht? Mischschnitte. Nein? Nein, Mischschnitte, sorry. Nein, auch nicht. Hä? Sag nochmal. Warte, was hast du gesagt? Milchschnitte, diese Dinger, Kinderpumpen. Also ja, Milchschnitte meinst du? Genau, Schnitzel. Nein, ich hab doch Milchschnitte gesagt. Hast du gesagt, nee. Ich verstehe die ganze Zeit. Milchschnitte. Was? Milchschnitte? Ja, das heißt Milchschnitte. Warte! Hab ich doch gesagt. Oh mein Gott, man schafft den Punkt gar nicht, was? Wegen dem ich jetzt anbremsen, Junge. Tut mir mal leid, aber man muss durchfliegen. Also hier ist bei der so verlauster Deko, hat sich das schon längst weggeklatscht. Oh nein, man muss hier den Sieg mitnehmen,
Ich hoffe mal von da hinten. Oh mein Gott. Ja, von da hinten. Da kommt man direkt auf die Plattform. Also nicht von ganz hinten, sondern du weißt ja, einmal ist ja nach links gedreht und einmal ist nach rechts gedreht, gell? Und da, wo es nach rechts gedreht ist, musst du speeden. Also hier jetzt, wo ich bin. Du musst dann stehen an der zweiten Plattform und dann speeden. Natürlich nicht so verkacken wie ich, aber da kannst du durch. Mhm. Was machst du? Warum bleibst du stehen? Okay, ich sag dir, okay? Hitler. Kills. Oh nein. 17 Millionen. Digga, warte, nenn den anders da. Schnurrbart. Okay. 17 Kills, ein Tod, scheiß Camper. Ja, der ist ja witzig. Digga, über sowas lache ich nicht. Über diesen einen Witz zu machen, sag, keine Ahnung, geht bei mir. Okay. Was? Ich sag dir ein Piep-Titel, also ein E-Titel. Ja, okay. Weißt du schon. Ja. Ein Mann ohne Erdnüsse. Oh. Wie nennen Kannibalen Skelette? Keine Ahnung. Leergut. Leergut. Alles klar. Kopf hier, Aufschlag. Nee, da war scheiße. Ey, ich spre. Boah. Hey, warum bin ich gerade zweimal einfach direkt ineinander gespawnt? LOL. Deine Mutter heißt Dieter und ist der haarigste im Zoo. Ja, ist unnötig, Mann. So ist sie ganz schwitzig. Mann, kann man mit Maus da doch irgendwie hochkommen? Deine Mutter stinkt sogar auf Fotos. Digga. Digga, deine Mutter ist so fett. Wenn sie ein Foto macht, braucht es 3 Jahre, um das erstmal richtige Foto rauszubekommen. Weißt du, Schwein? Weil das ist. Ja, LOL! Ich war perfekt! Was? Weißt du, soll ich sagen, wie das jetzt geht? Ich weiß schon, was du meinst. Nein, so hieß das, so hieß das auf Insta. Ja? Ohne Scheiß. So ein Witz. Deine Mutter hat ein Passfoto mit Google Earth gemacht. Ja, den kenn ich auch. Oder Google Earth hat zu Hause hat bei deiner Mutter angerufen, sie steht im Weg. Hörst du das, gell? Meine Mama schreit vor der Toilette, von der Toilette. Schaut mal, Kinder, ich will einen 3D-Drucker. Oh mein Gott, nein. Ach, wegen der Scheiße, oder? Alter. Ey, warum schaffe ich das hier jetzt nicht mehr? Wenn deine Mutter tanzen geht, bekommt der Begriff Walzer eine ganz neue Bedeutung. Ja, das kenne ich. Du bist unnötig. Ey, dein Ernst? Dein scheiß Ernst? Digga, jetzt auf mit deinen scheiß Witzen und mach jetzt hier. Wenn deine Mutter... Digga, ich höre dir, ich mach dich jetzt stumm. Ist am nächsten Tag dort alles zu 80% reduziert. Du hast mich nicht gestimmt, ich weiß zwar nicht, ich kann es nicht halt, ja. Ich habe gesagt, ich mach dich gleich stumm, wenn du weiter anfängst. Lass mal einfach das hier jetzt im Web schnell machen, Alter. Wir sind 15 Minuten nur an einer verfickten Stelle, Mann. LOL. Darf ich noch einen Witz sagen? Einen einzigen. Ey, das gibt's nicht, Mann! Ja, sag's. Wenn dein Hund im Auto furzt, macht deine Mutter die Fensterscheiben hoch. Hä? Der war gar nicht. Wenn dein Hund furzt. Ja, der war nicht. Hund im Auto furzt. War da nicht?
Ja, wenn dein Hund im Auto furzt, dann macht deine Mutter die Fensterscheiben hoch. Habe ich schon richtig verstanden. Aber der war gar nicht. Kann man es nicht verstehen. Richtig verstehen. LOL. So eine gefickte Kräuter-Gärtner-Mutter. Nein! Und das sind noch zwei Runden. Digga, das war der perfekte Try, gell? Das sind noch zwei Runden, Junge. Bruh. Im Ernst. Sorry. Ich hab dir jetzt einfach so eine Haftprobe in die Fresse geworfen. Ja, ich hab schon abgebremst, aber das ist einfach weitergefahren. Du weißt ja wegen den, du weißt ja wegen den Löchern da. Ey, das gibt's nicht. Ich ging gerade so schmuff rein. Achtung, Haftbombe. Oder Anlagsmine. Ey, schon wieder kriege ich gerade so schmuff. Was für Anlagsmine? Ja, hab ich gedacht, weil du so lange am Spawn jetzt sitzen geblieben bist. Ja. Ich war wieder einfach alles wieder drauf. Na, ich geh gucken, ob ein Job da ist. So, dass wir früh aufgehen, aber ich hab echt keinen Bock mehr, meine Nerven hier auszuladen. Schrei dich so, sei mal leise! Weißt du, was die Logik im GTA ist? Ja, Verkehr ist an, aber keine Flugzeuge, ne? Denkst du, fährst mit einem T20 120 km/h, also es steht auf dem Tacho 120 km/h, aber wenn du mit einem, und das ist halt richtig schnell, aber wenn du mit einem Wacker 120 km/h fährst, ist der trotzdem noch langsamer als der T20. Ja, ist unlogisch. Ich hab schon langsam keinen Bock mehr. Geh du mal dahin, wenn du sagst, das ist ein Flugzeug, dann gehe ich auch dahin. Wenn nicht, dann nicht. Das ist doch echt zwei Runden hier durchgeschaltet. Ja, das war versehentlich. Ich war ja weg. Ist da ein Flugzeug? Ich fette noch. Also ich hab gedacht, du wärst beim normalen Flugplatz. Du fährst ja Militärbase, gell? Ja, Militär. Sag mal, was schon meiner Freundin zu Weihnachten gekauft sind. Weißt du, oh mein Gott, weißt du nicht? Das war jetzt nicht wegen dir, oh mein Gott, sondern wegen diesem scheiß Troll. Ich weiß ehrlich, ich weiß es echt nicht. Schminkt dich deine Freundin? Ja, Junge, aber soll ich wissen, welche Make-up sie benutzt? Es gibt doch manche Make-ups, die sind heller, manche dunkler. Ja, dann hol einfach einen Schminkkoffer, Alter. Oh, natürlich. Das kostet nicht viel. 60 Euro bestimmt. Nein! Nein, meine Mutter hat selber. Jawoll! Gibt's da Chats? I love you! Ja, sogar zwei. Laba. Oh, sexy. Digga, meine Mutter hat selber Schminkkoffer gekauft für meine Cousine oder was weiß ich was, gell? Und sie hat's halt gekauft. Ah nein, das war letzte. Das war an meinem Geburtstag. Ich feiere ja mit meiner Cousine, gell? Und meine Mutter hat das Schminkkoffer gekauft. Und der hat höchstens 20 Euro für gekostet. Dich oder was? Nein, für meine Cousine. Für mich doch nicht, Alter. Denkst du, ich schmink mich? Ich bin noch keine Schwuchtel, Alter.
Sorry, nee, also nicht alle Schwurzeln schwenken sich, aber die meisten. Besonders Unlogigkeit ever. Ich fahre 105 mit dem T20 und mit dem Wacker fahre ich schneller. Muss Unlogigkeit. Oder wo ist Logik, besser gesagt? Ich bin noch zu lange dran, du bist in den Jets. Ah, nee, du fährst schon. Ich fahr schon. Sorry Leute, dass wir das jetzt nicht machen, ja? Wo ihr gerade gesehen, wir hängen ja schon seit 10 Minuten. Und keine. Ja, was heißt hier keine Lust, aber. Ich habe schon Lust, das zu machen, ja, aber. Der hat einfach so scheiß Elemente hinzugefügt. Man könnte das schaffen, wenn wir wollen, können wir das schaffen, ja, aber. Wir haben keine Lust, uns jetzt so aufzuregen. Weil das tut ja auch noch in den Hals, wie sage ich jetzt, wenn wir ja schreien. Wegen der Stimme, weil das belastet, ja. Und deswegen haben wir ja, wie gesagt, auch keine Lust, uns aufzuregen. Oder wie siehst du das? Aber schreibt mal gerne in den Kommentaren, falls ihr das Video anguckt, ob ihr auch ein paar Fortnite-Videos haben wollt. Digga, weißt du, was bei mir am meisten gegucktestes Video im Moment ist? Ein Dragon Ball Z-Film. Die Episode okay. Auf Bardock. Das ist auf jeden Fall das meistgesehene Video von, also nicht das meistgesehene, sondern ich meine doch meistgesehene seit meist in letzter Zeit. Nein, in letzter Zeit das meist angesehene. Meist angeklickt, ja. Nee, angesehene. Nee, also dass sie, nein, ich meine per Minuten. Ist es das am meisten, wofür braucht hat, aber warte mal, auch ja, auch angeklickt, ja, hast recht. Halt Aufrufe, am meisten Aufrufe. Ja, angeklickt, Aufruf ist ja genau dasselbe. Also ich glaube, Leute klicken das hier an und dann zählt das als Aufruf. Ja, ich weiß. Abo. Mach das nicht über Schule, Leute lustig, weil ich habe einen Freund als Schule. Und das ist nicht so schlimm. Nein, das war jetzt nicht wegen Schule, Freunde oder sowas. Aber manche Schwulen schwenken sich, das muss auch selber ja, zugeben. Aber trotzdem ist nicht schlimm. Schwingt dich dein Freund? Ja, einfach nur Art, da sind sie einfach nur homosexuell. Ja, da sind einfach nur halt homosexuell, die haben halt andere Dings. Wie heißt denn dann Sex? Sex, irgendwie so. Keine Ahnung, aber irgendwie so. Digga, der Chat fährt erstmal 140 fast. Im Chat fährt man ja auch. Sind wir noch im Chat? Zweite Runde. Hast du deinen Chat überhaupt gelandet? Ich bin ziemlich spannend, Mann. Also, du siehst auch das ganze Zeit gerade mit dem Auto fahren. Ja, ich weiß, aber ich meine ja wegen der zweiten Runde auch wegen des anderen. Das ist gar nicht. Ja, halt wegen des, was wo wir gerade gehangen sind. Ich bin gehangen. Gehangen? Achso, gehangen. Was kann? Ah, hast du irgendwas mit Jet gesagt? Hab ich gesagt, nein, ich bin nicht gehangen, weil du gesagt hast, dass ich mit deinem Jet gehangen bin. Bist du nein? Nein, ich hab's falsch gesagt. Ich hab gesagt, bist du mit deinem Jet gegangen. Aber du hast nein gesagt. Lass mal eine Runde machen. Ja, was eine Runde? Nach einer Runde beende ich dann das Video. Ich hab schon eine gemacht. Ja, ich weiß, aber da fahren wir wieder da zurück. Boah, ich bin schon so weit. Ich kann nicht ganz gut. Ich bin gerade bei dieser strammen Wand nach unten. Mit dem Bremsen. Egal, ich spende dann das einfach.
Oh mein Gott. Mach dort, machst du übrigens. Das heißt unter. Bitte? Mach sollte das Dings out. Siehst du? Out-Intro, so, das hab ich's. Ach so, ja, von mir aus. Ja, ich weiß nicht, krass, okay. Ey, scheiß Stoppschild. Ich hab mich so gerettet und auf einmal kommt ein Stoppschild von der Seite, ich bin tot. Scheiß 90 Grad Wand hier. Okay Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin jetzt in der zweiten Runde angekommen. Keine Lust jetzt die zweite Runde nochmal zu machen. Abonniert mich, um dass ich halt die 100 Abonnenten habe. Wenn ich 100 Abonnenten habe, dann folgt ein Gewinnspiel unter meinen Abonnenten. Das heißt, ihr müsst im neuesten Video einen Kommentar da lassen. Ihr müsst liken das neueste Video und im Kommentar dann noch euer Instagram bzw. Snapchat-Namen oder beides hinzuschreiben, dass wir euch schon erreichen können, wenn ihr gewonnen habt. Und ja, wie gesagt, was mit diesem Video. Ciao.